Blitze! Tut mir sorry, kommt nicht in die Tüte. Wir machen jetzt einen Abflug. Ja, genau. Wir springen. Nein, das können Sie nicht tun. Oh doch, aber wie die Wut. Junge, ist das eine Mega-Rotation. Milch, Eier, Butter. Jetzt kann ich Kekse backen. Für all meine Superheldenkumpel und Kumpelinen. Oh, oh, Mahlzeit FM. Kannst du einen Boxenstopp bei Burger World machen? Mach nach locker, Alter. Der hat dich ja voll abflattern lassen. Doch so ein Spruch, Schnabelbruch. Wer zuerst den Fallschirm öffnet, hat gelost. Halt. Es kommt eben nur auf das richtige Timing an. Ah, hey, Slacks. Oh, krass abgelandet. Na, du bist ja vielleicht ein Lutscher. Irgendwann muss man das Schirmchen schon öffnen. Oh, voll die Gewitterfront. Oh, was steht denn hier an? Hey, Bügelfalte, für welche Zeitung bist du hier am Start? Ich arbeite für das Krimi-Buch der großen Reporter. Krasses Ding. Mein Lieblingsschmöker. Ich wollte meinen Namen schon immer da drin haben. Flex, Flex, das ist der absolute Oberkocken. Ich werde ins Buch der Rekorde kommen. Ins Buch der Rekorde. Sieh mir zu auf meinem Board. Du hast mein Board, da gehe ich ab, manchmal knapp. Ich bin so irre gut, dass ich eine Flut von Fanpost kriege, wenn ich mich verbiege. Er ist im Anrollen. Da kommt der Postbote. Sehen. Gasrechnung, Telefonrechnung, Mahnungen. Pfui, da fehlt noch Zucker. Was geht denn mit dir? Ich schieb voll den Oberabturn. Ich warte mir schon 30 Tage in Wolf, weil dieses Buch nicht eintrudelt. Meinst du vielleicht das hier? Du Oberflöte, warum hast du mir das nicht gleich verklickert? Hab ich irgendwie ein bisschen verpeilt. Sind denn wirklich alle mit der Muffe gepuffert? Nein! Das ist doch nicht die Possibility! Die sind blöd wie ein Stück Brot! Brot! Ist nicht, die liegen völlig korrekt. Zieh dir mal aus Dafke die Seite 21.002 rein. Na, das freut mich ja für dich. Wie doll und verrückt du! Fühlst du dich jetzt eine Ecke besser? Ah, da komme ich doch auf eine ultra verschärfte Idee. Das ist ja der pure Wahnsinn. Das wird die heißeste Schote, die je in dem Buch gestanden hat. Los, aus rüber. Alles Paletti. Los nicht ab, Alter. Damit komme ich auf sicher ins Buch der Rekorde. Glückwunsch, Mr. Slacks. Was? Sie sind der Inhaber des Rekords für das schönste Häufchen Asche. Wirklich großartig. Ich freue mich. Thank you. Sekündchen, Mr. Rekordbuchhalter. Die Show ist noch voll am Laufen. Du kannst doch keine Flocke machen. Voll heavy. Oh, billige Kopie. Alles im lindgrünen Bereich. Bereit, den Schallmauerüberflieger aufs Parkett zu legen? Bereiter geht's gar nicht. Na dann, volle Lotte. 3, 2, 1 und ab die Luzi. Junge, ist das ein verschärfter Abflug? Der Rekord ist mir meiner sicher. Ist ja süß, das ist ja hier wie auf dem Kindergeburtstag. War noch nicht der Bringer? Na, dann werfen wir noch ein paar Kohlen nach. Alter Schwede, jetzt wird's hardcore. Cool, Mann, du hast es geschafft. Du hast die Schallmauer voll versenkt. Du bist ja ein Blitzmerker. Damit kommst du auf jeden ins Buch der Rekorde. Sicher? Tolle Leistung. Sie waren zu Fuß schneller hier als er mit der Rakete. Nein! Oh, nein!
Nein, 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 nein! Krieg dich wieder ein. Mach jetzt nur keinen Durchhänger. Ich hab nämlich noch eine tolle Idee. Wird ein todsicheres Ding. Na, dann lass jucken, Alter. Ja, in 0, nix bist du Inhaber eines einmaligen Rekords. Du zuppelst dir deine Lappen aus der Kauleiste. Du wirst volle Möhre hier den abgehalfterten Trecker ziehen. Und zwar mit deinem Sabberflatschen. Hau rein, Keule. Also so ein Zungviertel ist mir doch irgendwie ein bisschen zu heavy. Weg mit dem Teil! Ah, was kommt denn da angedüst? Wir zwei beide haben noch eine Ente zu rupfen. Oh, Feier! Hilfe! Warum hilft mir da keiner? Stell den Kiefer auf Durchzug! Ich fress doch kein Billigfutter! Auch nicht doch! Flex, das Buch ist am Start, mach ne Sause, hol das Buch der Rekorde! Bin ja schon am Anrollen. Hey, Alter, voll die Krönung, die haben dich wirklich im Buch abgelettert. Schlepp an, ich will mich begeiern! Hier steht's dunkel auf hell, du stehst drin für das beste Mädchenkreischen. Wenigstens ist einer von uns beiden erfolgreich.